Hallo und herzlich willkommen zum vierten Part Mario Kart 8 Online. Heute gibt es nicht wirklich ein Thema. Heute werde ich eher so ein bisschen spontaner. Das war das Spontane. Du bist voll der Spontane. Ja, so nenne ich den Part. Du bist voll der Spontane. Das klingt doch gut. Du bist voll der Spontane, Junge. Ja. Und da ich mir kein Thema rausgesucht habe, sage ich einfach mal so, was aktuell so ein bisschen ist. Und zwar ein Abo-Special. Das ist so ein Thema, was mich so ein bisschen beschäftigt. Ich habe 5 Abonnenten. Wann will ich ein Abo-Special machen? Will ich überhaupt eins machen? Ich denke mal, ich mache eins, falls ich überhaupt jemals... falls ich 10 Abonnenten habe, dann gibt es ein Abo-Special. Ja, damit wäre die Frage doch geklärt, oder? Oh, sauber gedriftet. Du siehst, voll den Spontaner, das gefällt mir gut. Ich mache diese Strecke so unfassbar gerne, müsst ihr wissen. Die ist so schön. Weil, ja, einfach dieses... der Dschungel oben, der sieht sowas von gut aus. Der sieht aus wie echt. Und hier dieses Luftschiff. Ich glaube, gibt es die Gegner nicht sogar in Donkey Kong Country? Oder generell in Donkey Kong? Ich glaube schon. Oder diese Stages. Ich glaube schon, weil in Donkey Kong Country Tropical Freeze habe ich mal... Ich glaube, da war ich mal auf sowas, aber mein Erinnerungsvermögen ist nicht immer das Beste, müsst ihr wissen. Ach ja, ich kann noch so ein bisschen über Software und Hardware sprechen. Und zwar ist es so, dass ich ja viele bekannte deutsche Let's Player bzw. ein bekannter deutscher Let's Player, ich möchte jetzt hier keine Schleichwerbung machen. Ich denke, jeder, der ein bisschen aufpasst, weiß, wen ich meine. Macht Software- und Hardware-Charts in seine Videos. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das auch machen soll. Yes! Boah, sieht... Wow, dieser Alex, also der Wario sieht ja mal mega hässlich aus, wenn er am Jubeln ist. Ah, oh, wie der da stehen bleibt. Wir sehen uns gleich wieder. Ich überlege, ob ich die Gruppe wechseln soll. Ich meine, da sind nur 5 Leute drin. Und die alle sind jetzt nicht auf dem besten Rennpunktestand. Ich glaube, der Durchschnitt ist vielleicht 1800. Das heißt, selbst wenn ich gewinne, wie man ja eben gesehen hat, selbst dann, ja, das war dumm. Selbst dann gibt es nur 7 Punkte und da gibt es in anderen Gruppen, da gewinne ich und bekomme 15 und da ist es noch einfacher zu gewinnen. Was ist denn mit Mario passiert? Wieso hat er seine Route nicht abgeworfen? Komisch. Ja, zu der Strecke hier, ich finde sie cool. Sie sieht echt schön aus. Aber ist jetzt halt nichts so Besonderes. Das ist. Für mich ist das so eine Strecke, wo man das erste Mal richtig diesen Gravitationseffekt bemerkt. Da sieht man erstmals. Wow, ich fahre an der Decke, ich fahre mitten an der Wand, ich fahre, wo ich sonst normalerweise gar nicht fahren könnte. Ich finde, das bemerkt man hier so das erste Mal. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut so. Also, mir gefällt ja sowieso diese Fähigkeit. Das ist echt cool, dass man sich sowas einfallen hat lassen hat.
Ja. Ah, mein Freund. Nicht. Och, er hat mich aber... Ey, das gibt's nicht. Stachy getroffen. Ah. Mann, das gibt's doch nicht. Wenn man getroffen wird, dann richtig. Das sollen sie mal in den nachfolgenden Mario Karts ändern. Das nervt. Einmal ja. Danke dir, Chris. Danke dir. Wegen dir gibt es Minuspunkte. Naja, also im nächsten Part seht ihr auf jeden Fall eine andere Gruppe. Weil das hier geht echt auf keine Kuhhaut. Immer nur 5 Leute und selbst wenn man gewinnt, nur so wenig Punkte. Und dafür lohnt sich nicht zu fahren. Ich meine, es macht zwar Spaß, natürlich, aber... Ich meine, es macht mehr Spaß, wenn man leicht gewinnen oder leichter gewinnen kann, ohne Betrug halt, und dafür dann auch noch mehr Punkte bekommen. Das macht am meisten Spaß. Ich hatte schon mal, dass ich in einer richtig coolen Gruppe war. Plus, ja, ich war so einfach Erster und ich habe 20 Punkte, glaube ich, davon bekommen. Und das ist echt schon krass. Oh, die Abkürzung sauber genommen. Nicht. Ist Lakito gerade aus dem Boden aufgetaucht? War das ein Bug oder was war das? Ach ja, noch ein kleines mini zwischengeschobenes Thema. Streams. Ich habe eigentlich weniger Lust, Streams zu machen. Auch ohne, also Facecam auf jeden Fall nicht, weil das nicht so gern mag, und wenn, dann müsste ich dafür erst eine Webcam holen, und wenn, dann müsste ich gucken, dass sie richtig eingestellt wäre, und dann müsste ich die ordentlich anbringen. Darauf habe ich keine Lust. Deshalb aktuell und auch in den nächsten Monaten nicht. Vielleicht irgendwann mal, aber das ist eine Angabe, die eher unwahrscheinlich ist. Also eher nicht als schon. Oh mein Gott, ist der Stachelpanzer dumm. Ist dieser Stachelpanzer dumm? Das gibt es nicht. Das gibt es für mich. Ja, aber bei Streams ist es so, ich gucke relativ gerne Streams. Machen weiß ich nicht. Warten wir mal 2 Monate, je nachdem wie viele Abos ich dann habe und wie es aussieht mit, ob ich Lust habe und so weiter. Je nachdem, also sagen wir so, wenn ich mehr als 100 Abos habe, oder strecken wir unsere Ziele kleiner, wenn ich mehr als 30 Abos habe, vielleicht. Aber dann müssen auch, dann frage ich in den Kommentaren, wer alles kommt. Und dann sollten auch die meisten können und kommen. Weil, ja. Und ihr müsst wissen, ich bin auch kein Freund, der 4 Stunden durchspielt. Deshalb ist Stream vielleicht doch keine so gute Sache bei mir. Da bin ich mir natürlich nicht ganz so sicher. So, ich guck mal. Epic Fail. Ich bin rausgegangen. Also, hab grad, den Schnitt gemacht, beziehungsweise eine Strecke ausgewählt und vollkommen Gedanken versunken wollte ich ja eigentlich. Oh nein, jetzt nicht sich doch nicht. Nein, bitte nicht. Das ist so verdammt laut. Allein schon meine Stimme ist richtig laut. Und ein Nieser, glaub mir, also Headphone User, rest in peace.
kann ich dazu nur sagen. Ja, ihr seid ja alle solche Spontane, ey. Das gibt's nicht. Immer diese Spontane. Die nerven einen echt. Das muss man schon sagen. Nein. Oh, niemand getroffen. Das wundert mich aber. Wir sind übrigens jetzt zu 6, also nicht mehr zu 5. Ah, oh, das war noch stark genommen, die Abkürzung. Ja, also zweiter ist doch ganz passabel, vor allem weil der neu dazugekommen ist, ist ein 4000er. Das heißt, es gibt ordentlich Punkte. Hä? Wieso ist denn der so lange geflogen, der Bumerang? Ja, vielen Dank. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mann. Wieso fahre ich denn hier so ein Crap? Oh, geh doch weg, du Drecksvario. Mann. Das reicht mir hier aber. Och, und dann bekomme ich so ein Crap. Dieser Fail passiert mir auf der Strecke so oft. Wieso denn? Na toll. Ich hätte noch voll die gute Chance gehabt. Ja, jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Oh, wobei. Natürlich ein sinnvolles Item. Vielleicht Warlock noch aufholen. Was hat er denn? Okay. Gut, das ist unmöglich. Fünfter, ich kann es halt aktuell irgendwie nicht besser. Minus 5 Punkte. Ich wechsle die Gruppe und wir sehen uns im nächsten Online-Part. Tschüss. Ich weine.